Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Ihnen heute eine kurze Einführung zum Thema Altersvorsorge und Ruhestandsplanung geben. Es gibt viele Aspekte, die wir zusammenwerfen müssen, die typischerweise auch für Verwirrung sorgen. Wie funktioniert es mit der Steuer? Was ist mit der Sozialversicherung, sowohl heute während des Erwerbslebens als auch im Rentenalter? Wie fließen eigentlich die Kapitalmarkterwartungen, die wir für die verschiedenen Vermögensklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien erwarten dürfen, in die Planung mit ein? Und am Ende des Tages gibt es vielleicht sogar noch rechtliche Punkte, die man berücksichtigen muss. Das Thema Erbschaft und Generationennachfolge sei hier nur ein spezieller Punkt, den man auch mal betrachten kann. Wir haben hierzu ein Tool, das wir nutzen, um den Kunden überhaupt mal die Möglichkeit zu geben, ein Verständnis für die verschiedenen Wechselwirkungen zu bekommen. Und wenn Sie mir nun auf dem Bildschirm folgen, dann sehen Sie hier, dass wir die typischen Daten erfassen. Also eine wichtige Größe ist natürlich, wie hoch soll überhaupt mein gewünschtes Nettoeinkommen im Ruhestand sein? Konkret in heutiger Kaufkraft, in diesem Beispiel sind das 3.000 Euro. Wir haben hier den Ehemann, der ist 1970 geboren, die Ehefrau etwas jünger, 1975, die beiden sind verheiratet. Und ein wichtiger Punkt sind Rechenparameter, die wir erfassen müssen. Wie sieht es mit der Inflation aus? Aktuell zwar unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank, aber perspektivisch müssen wir natürlich Annahmen für die Zukunft treffen. Also hier geht es um die langfristigen Inflationserwartungen. Die kann man sehr gut ablesen, die werden nämlich am Kapitalmarkt gehandelt und die geben eine ganz gute Indikation dafür, was die Masse erwartet, wo die Inflationserwartungen sich langfristig einpendeln werden. Natürlich keine Garantie, aber mit Sicherheit ein besserer Indikator als die aktuelle Inflationsrate einfach vorzuschreiben. Der nächste Punkt, das sind die Ertragserwartungen. Wie sieht es mit den Zinsen aus? 10-jährige deutsche Staatsanleihen werfen 0,4% ab. Aber wie sieht es bei Aktien aus? Welche Renditeerwartungen dürfen wir annehmen? Hier kann man auch sehr gut für langfristige Planungsprozesse auf Zyklus geglättete Kursgewinnverhältnisse schauen. Diese Daten stellen wir natürlich zur Verfügung und am Ende des Tages muss man das eben hier kombinieren. Im nächsten Schritt können wir auch schon weitergehen und wir können uns das dann hier entsprechend auch anschauen. Und können ihm sagen, okay, wir haben in dem Beispiel eben zwei Kinder, 2005 und 2007 geboren. Wir haben auch hier die Krankenversicherung. Im konkreten Fall sind die beiden hier gesetzlich krankenversichert. Und das Erwerbseinkommen, auch das sehen wir hier, haben wir rund entsprechend 5.000 Euro, die der Mann verdient, die Frau noch in Teilzeit aufgrund der Kinder 2.000 Euro. Und das ist ein wichtiger Punkt, welche Renten sind eigentlich aktuell hier zu erwarten? Und auch das haben wir natürlich hier mit eingebaut. Jetzt rechnet die Maschine das relativ rund und schaut sich das mal an. Und was Sie hier sehen ist, dass natürlich im ersten Schritt sich das Rentenziel von 3.000 Euro auf 4.500 Euro erhöht. Der Grund liegt darin, wir haben eine Inflationsrate von 2% angenommen. Ich brauche also zum Renteneintritt 4.500 Euro an monatlichem Haushaltseinkommen, um die gleichen Güter und Dienstleistungen zu erwerben für heute für 3.000 Euro. Im nächsten Schritt, das, was die Familie angespart hat, mit einer Wertentwicklung von 4% unterstellt, das wächst bis zum Rentenbeginn auf 405.000 Euro an. Und Sie sehen das hier sehr schön in der Darstellung. Am Ende des Tages haben wir eben eine Lücke, weil das Kapital, was man angespart hat, das reicht eben, bis die beiden 90 respektive 85 Jahre alt sind. Danach wäre das Kapital zu Ende. Und wenn man diese Lücke noch schließen möchte, dann muss man eben ein bisschen was sparen. Und da sehen Sie hier, bei einer Renditeerwartung von 4%, die heute schon schwer genug zu erreichen ist, das muss man eindeutig festhalten, müssten die beiden noch 570 Euro sparen. Das heißt, was Sie in dieser relativ einfache und überschaubare Rentencheck generiert, ist überhaupt erstmal die Erkenntnis, wo stehe ich heute auf Basis meiner vorhandenen Kapitalströme, wie wirken Steuer- und Sozialversicherung in der Wechselwirkung, weil wir auch hier alles hinterlegt haben, was Riester, Rürup, betriebliche Altersversorgung und ähnliches betrifft, auf Basis des heutigen Steuer- und Sozialversicherungsrechts. Und wir können auch sehr gut schauen, passt die Anlagestrategie dahin, dass man sagt, okay, wir können mit dem, was wir an Vermögen haben und an Sparpotenzial über die nächsten Jahre aufbauen können, überhaupt auf das notwendige Kapital kommen. Welche Renditeerwartungen müssen wir hier vielleicht generieren? Weil aus diesen Renditeerwartungen lässt sich letztendlich wieder die Anlagestrategie herleiten. Und aus dieser Herleitung der Anlagestrategie können wir definieren, welche Vermögensklassen brauchen wir in welchem prozentualen Verhältnis. Und dann haben Sie bereits einen sehr guten Indikator dafür, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen müssen. Das soll es auch als kurzer Einstieg gewesen sein. Ich hoffe, das ein oder andere war dabei. Und Sie können hier natürlich
Das ist der wesentliche Punkt, das für sich selbst mal durchspielen, das Ganze kostenfrei und gerne auch anonym. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, schreiben Sie rein in den Betreff Rentencheck an die info@ypos-fp.de, dann schalten wir Ihnen das gerne frei, beziehungsweise Sie können sich auch direkt dann auf der Webseite selbst registrieren und können für sich mal testen, wo Sie stehen, und wir stehen natürlich auch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Das war's schon an dieser Stelle. Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.